Grüße euch, meine Lieben, zum Frauenwochenorakel vom 26. April bis zum 2. Mai 2021. Walpurgisnacht fällt direkt aufs Wochenende. Auch der zunehmende Mond ist. Ja, den haben wir jetzt am 27. sehe ich gerade. Ich habe drei Legungen für euch. Einmal haben wir hier den Karneol. Das müsste einer sein, glaube ich. Von der Marmorierung passt's. Crazy Lakes, Achat. Ja, alles ein bisschen dunkel. Leider. Und den Selenit, das ist der Fasergips. Meistens stellt man es auf so eine farbige Platte und dann wird es von unten bestrahlt. Mein Energiestab. Dürft ihr euch gerne leiten lassen, was euch hier am ehesten zusagt. Hintergrund habe ich jetzt ein Foto hingehängt mit dem Spruch Mein Geld. Und dass wir einfach wieder mehr Geld, mehr Fülle in unser Leben ziehen, würde ich einfach sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit der Joker-Karte. Wenn etwas schwierig und nur mit Kampf zu erreichen ist, so ist dies die Art des Lebens, uns zu sagen, dass wir auf dem falschen Weg oder zur falschen Zeit am falschen Ort sind und dass es einen besseren gibt. Wenn etwas richtig ist und wir es leicht gehen und Spaß macht, wir kommen zum spirituellen Geldbewusstsein. Ich vertraue auf meine ständig wachsende Kraft, Wohlstand und Überfluss zu erschaffen. Du bist die einzigste Person, die diesen Wohlstand in deinem Leben erschaffen kann. Die Energie der neuen Zeit wollen den bewussten Schöpfer belohnen und ihm übermäßigen Wohlstand in allen Bereichen des Alltagslebens ermöglichen. Beginne also mit dieser Kraft zu spielen und probiere aus, was du damit erreichen kannst. Vertraue darauf, dass du genügend Zeit hast, meisterlich darin zu werden. Schön. Und wir kommen zu der Krafttierkarte. Hier haben wir den Karpfen, tiefe Reinigung. Du hast kräftig an dir gearbeitet und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Damit sich die Früchte deiner Arbeit auch in Klarheit und Wohlbefinden ausdrücken können, musst du nun nur noch diese Späne in Form einer tiefen Reinigung beseitigen. Affirmation: Ich reinige und kläre mich und meine Umgebung von den Resten meiner emotionalen und spirituellen Entwicklung. Ich ziehe nun wieder Leichtigkeit und Klarheit an. Schön. Und wir kommen zur ersten Legung, dem Karneol. Hier haben wir den Karneol. Er steht für das Sakral-, Sexualchakra, Kreuzchakra, Sternzeichen Krebs und Jungfrau, Heilkunde. Lebensfreude ist das Thema. Erdet gut und hilft, das Schöne zu leben, ohne den Blick für die Realität zu verlieren. Steigert die Konzentration, hilft der Verdauung und der Nährstoffaufnahme, regelt den
Herz-Kreislauf und bessert das Blutbild. Aufladen, Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Und wir kommen zu deiner Göttin. Für dich habe ich Kali gezogen. Kali kommt in dein Leben getanzt, um dir bewusst zu machen, dass es Zeit ist, deinen Ängsten ins Auge zu sehen. Alles, was drohend und unheilvoll lauert, sei es in deiner tiefsten inneren Dunkelheit oder ganz offensichtlich in deiner Nähe, muss angeschaut werden und ins Licht des Bewusstseins gebracht werden. Helfen dir deine Ängste, indem sie dich vor gefährlichen Orten, Dingen oder Menschen warnen? Oder halten sie dich davon ab, deinen Tanz zu tanzen, dein Leben zu leben, schöpferisch in der Schöpfung zu sein? Kali erinnert dich daran, dass gerade dein Tanz als Beitrag für den Tanz der gesamten Schöpfung gebraucht wird. Nähre deine Ganzheit, indem du alle Anteile von dir, die du der Angst überlassen hast, zurückeroberst. Die meisten Ängste sind formlos, indem du der Angst einen Namen gibst und sie vor der Position des Zeugen betrachtest. Gewinnst du Kraft? Du förderst dein Wachstum, wenn du lernst, deine Ängste anzuerkennen und durch sie hindurchzugehen. Prinz der Stäbe, der Sohn der Willenskraft. Auf der beruflichen Ebene fällt es uns nicht schwer, die Umwelt von unseren Fähigkeiten zu überzeugen. Es ist nicht eine, es sind 100 Ideen, die wir gleichzeitig verwirklichen möchten. Das macht uns zu wahren Unternehmergenies, die mit immer neuen Absichten brillieren, von denen sich viele aber als Fehlzündungen erweisen werden. Wenn wir vor lauter Ungeduld vergessen, den Zeitfaktor zu berücksichtigen, ohne Ausdauer und Geduld wird alles nur Strohfeuer sein, das sich in seiner schnellen Hitze verzehrt. Und wir gleichen dem Gaukler, der mit Seifenblasen jongliert, sich aber als erfolgsgewohnter Selfmade-Man maskiert. Und wir kommen zum Thema Liebe. Auf jeden Fall im positiven Denken bleiben, ja, was die Finanzen betreffen. Die kommen. Das, was du verdient hast, kommt definitiv. Zum Thema Liebe. Habe ich jetzt hier in Aleister Crowley die Lust, Energie, Leidenschaft, Ausstrahlung. Im Bereich unserer persönlichen Beziehungen müssen wir das Gleichgewicht finden, uns dem Strom der Liebe hinzugeben, ohne uns an Triebzwänge zu verlieren. Wir müssen lernen, die animalischen Leidenschaften als Bestandteil unserer allumfassenden Liebe zu betrachten, welche nirgends anfängt und nirgends aufhört. In dieser Karte kommt vor allem der Leidenschaftsaspekt zum Ausdruck. Sie zeigt Beziehungen, die von großer Lebendigkeit, von heißem Temperament und manches Mal auch von dramatischen Auftritten gekennzeichnet sind. Verbindungen dieser Art sind in aller Regel ein Hort der Kraft, aus denen wir viel Farbe für unser Alltagsleben gewinnen. In manchen Fällen aber auch destruktive Energie, wie in der Beziehung zwischen Carmen und ihrem Verehrer Don José. Und ich habe noch eine Umarmungsbotschaft für dich. Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Ja, ich habe auch neue Karten. Die sind jetzt richtig schön, finde ich. Harmonie in deinem Zuhause, in dem du dein Zuhause verkörperst.
etwas neu gestaltest, sorgst du für Harmonie in deinem Umfeld und in dir. Und deine letzte Botschaft für die Woche. Deine altchinesische Weisheit aus dem Bambus-Orakel ist Chung Fu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Begegnest du den Menschen freundlich, gibt es keinen Zwist. Geht man die Angelegenheiten wachsam an, gibt es kein Versehen. Stehst du den Ereignissen offenherzig gegenüber, gibt es keine Furcht. Nährt man die Seele mit Stille, gibt es keine Gier. Ach, wie schön. Haben Sie es nötig, im Unfrieden zu leben? Wenn Sie Übereinstimmung wollen, schweigen Sie und achten Sie auf die Worte Ihres Herzens. Für alle, die sich für das, für diesen Strichcode interessieren und wie dieses chinesische Zeichen aussieht, blende ich jetzt ganz kurz ein, sagen wir für 10 Sekunden. Die zweite Legung haben wir Crazy Lace Heart. Heilkunde, Gewandtheit, Beweglichkeit, Dynamik, Lebhaftigkeit, Abwechslung, Flexibilität im Denken, im Handeln fördert den Gewebstoffwechsel, der gut bei Infektionen, Insektenstichen, Krampfadern und Hämorrhoiden aufladen. Im Vollmondlicht, da bietet sich der 27. wirklich sehr gut an. Wir kommen zu deiner Göttin. Hier haben wir Baba Yaga, die wilde Frau. Baba Yaga fliegt auf dem Mörser in dein Leben, um dich wieder in Kontakt mit deiner wilden Frau zu bringen. Verbinde dich jetzt wieder mit dem Natürlichen, dem Ursprünglichen, dem Instinktiven. Schüttle dein Haar, lockere deinen Körper, kremple dein Leben um. Hast du deine wilde Frau in den Kerker verbannt? Hast du sie in Ketten gelegt, mundtot gemacht, eingesperrt und alles nur, damit die Leute dich nett, niedlich oder ordentlich finden? Befreie sie, du brauchst sie. Sie ist in deiner Freude, deiner Lebendigkeit, deiner Kreativität. Sie ist du und du brauchst jeden Teil von dir, um in deine Ganzheit zu tanzen. Baba Yaga erinnert dich, wie wichtig es ist, diesen wilden Teil von dir zu integrieren. Denn ausgegrenzt kann er selbstzerstörerisches Verhalten verursachen. Die ursprüngliche wilde Kraft muss sich äußern und du entscheidest, ob sie zerstörerischen oder kreativen Ausdruck findet. Beruflich haben wir hier die zwei Stäbe, die Herrschaft. Im beruflichen Erleben fühlen wir uns im Geist dieser Karte stark herausgefordert. Um aufgestaute Aggressionen loszuwerden, sind wir schneller als sonst bereit, mit allen Leuten Streit anzuzetteln. Das Ziel dieser Kraft ist nicht der Frieden, sondern ein aktiver Ausdruck von Kampfbereitschaft und Angriffslust. Am besten ist es dabei, dem olympischen Gedanken nachzueifern, wonach es alle Konkurrenten zu übertrumpfen gilt. Und Thema Liebe? Zum Thema Liebe und Zwischenmenschliches habe ich die Trumpfkarte den Mond gezogen. Der Mond.
Abstieg in die Unterwelt, Reise in die unbewusste Tiefe. Beziehung. Der Mond, der sich uns allnächtlich in veränderter Form präsentiert, steht schon von alters her für das Wechselhafte und damit auch für das Unzuverlässige, für Launenhaftigkeit und Verführbarkeit. Sein wiedergespieltes Licht gilt als Symbol der Passivität, der Beeindruckbarkeit, aber auch der Willenlosigkeit und damit aller Sehnsüchte, all das, was am hellen Tag vertraut und klar ist. Nachts kann es zum Ringen mit infantilen Traumvorstellungen werden, die uns zu den Quellen unbewusster Sehnsüchte hinabziehen können. Der Mond hat die Bedeutungsspanne von Träumerei bis Wahnsinn und steht für Beziehungen, in denen wir mit Hysterie, Verletzbarkeit oder Verlassensängsten zu kämpfen haben. Die Karte kann natürlich auch bedeuten, dass die von ihr gekennzeichnete Verbindung ein Traum ist. Dann zeigt sie ihren verträumten romantischen Charakter. Der sehnsuchtsvolle Gefühle, Träume und Luftschlösser entstehen lässt. Und deine Amors-Botschaft? Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Wunderbar, also das Ende ist wohl das Single-Dali-Dasein. Sehr positiv, oder? Wer weiß? Oder man verabschiedet sich von etwas Altem. Wir kommen zu deinen zusätzlichen Botschaften. Hier haben wir: Es ist Zeit, mutig zu sein. Halte nicht an Dingen oder Menschen fest, die nicht mehr im Einklang mit deiner Seele schwingen. Beende jetzt, was dir nicht gut tut. Traue dich, du bist nicht allein. Und deine letzte Botschaft? Hier haben wir Kuhn. Geringes Wissen führt zu Verdrossenheit. Geringe Stärke bringt Gereiztheit hervor. Geringes Vertrauen führt zu Geschwätzigkeit. Geringe Schönheit bringt Prahlerei hervor. Nur wenn sie an sich selbst glauben und ihren Fähigkeiten vertrauen, werden sie so leben, dass sie anderen eine Freude sind. Und was gibt es Schöneres, als andere auf diese Weise zu beglücken? Und wir kommen zu der dritten Legung für alle, die den Selenit-Fasergips gewählt haben. Heilkunde bringt Ruhe bei Hyperaktivität, Reizüberflutung, Stress und Gereiztheit und übermittelt damit Stabilität. Ermöglicht Abschirmung und Rückzug und Wahrnehmung eigener Muster. Schützt vor Kontrollverlust, festigt Körpergewebe, Klammer nur kurz anwenden, fördert Feinmotorik und ruhigen Schlaf. Aufladen im Vollmondlicht, Morgensonne und Abendsonne. Die sind jetzt richtig mit Sonnenenergie aufgeladen. Schön. Wir kommen zu deiner Göttin. Hier haben wir Kuan Ying. Das Mitgefühl. Kuan Ying erscheint wie eine Gnade in deinem Leben, um dich daran zu erinnern, wie wichtig tiefes Mitgefühl auf dem Weg zur Heilung ist. Dazu gehören
Mitgefühl für andere Menschen, für deine Liebsten und für dich selbst? Spürst du, dass dich das Leid anderer ärgerlich macht oder dich gleichgültig lässt? Was hält dich davon ab, mitzufühlen? Bist du mit dir selbst nachsichtig, auch wenn du nicht so perfekt bist, wie du das von dir erwartest? Spürst du manchmal den Wunsch, andere zu verletzen, weil sie dich verletzt haben? Hast du Angst davor, dein Herz für das Unglück anderer zu öffnen, weil es dir wehtun könnte? Mitgefühl zeigt sich in der Fähigkeit, wirklich zuzuhören. Es zeigt sich auch in der Bereitschaft, dir und anderen den Raum zu geben, der gebraucht wird, um das zu erleben, was erlebt werden muss. Und um die Gefühle zuzulassen, die sich ausdrücken wollen. Guan Yin erinnert dich daran, dass sich der Ausweg aus deinem Leben in tiefem Mitgefühl für dich selbst zeigt. Nur tief empfundene Anteilnahme, die von Herzen kommt, kann auch in der Außenwelt gelebt werden. Wir kommen zu deinen beruflichen Tendenzen diese Woche. Hier habe ich die Kunst für dich. Im beruflichen Alltag zeigt uns diese Trumpf eine Zeit des Friedens und der ruhigen Entwicklung. Aufgaben, die zu anderen Zeiten Stress und Hektik bedeuten, können jetzt entspannt und ruhig gelöst werden. Denn das Thema des Mischens und Zusammenführens lässt uns Gegensätze jetzt leichter als in anderen Lebensphasen verbinden. Gerade weil wir spüren, dass es nichts gibt, das wichtiger wäre als irgendetwas anderes. Vulgärbuddhismus steht hier in Klammern. Okay. Führen uns das Gleichgewicht dieser Karte über eine Reihe von Angleichungen zum Sieg. Eine alchemistische Tradition besagt allerdings, dass niemand Aussicht auf Erfolg haben wird, der bewusst nach dem Golde strebt. Nur wer das Ziel als Vollkommenheit erfasst, dem ist auch die Macht gegeben, Metalle zu läutern. Hat er aber diesen Zustand erreicht, wird ihm am irdischen Gold nicht mehr viel liegen. Wir kommen zu Liebe und Zwischenmenschlichem. Hier habe ich Ritter der Stäbe, der Vater der schöpferischen Vorstellungskraft. So wie die Stabkönigin einen überlegenen Helden sucht, der sich ihren Bedürfnissen anpasst, so sucht der Stabkönig eine gleichberechtigte Partnerin, die sich seinen Wünschen fügt. Erst wenn wir diese Schwäche überwinden können, spielt der Zauber der Liebe in uns, mit uns und durch uns hindurch. Dann erleben wir, dass diese Karte zugleich Ausdruck von Wärme, Großzügigkeit und ehrlichem Engagement. Sehr viele E's drin. Wir kommen zu deiner Amorsbotschaft. Auf ewig. Respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Und wir kommen zu deinen zusätzlichen Botschaften. Kursänderung. Schaue dir deinen Weg genau an. Ist er so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Oder gehst du nur aus Gewohnheit weiter? Dann ändere deinen Weg. Und aus dem Bambus-Orakel. Hier haben wir Dun,
Probleme zu lösen bedarf der Ruhe. Bist du in Eile, hast du genügend mit dir selbst zu tun. Willst du da noch die Probleme lösen? Was nützt es, wenn sie jetzt ärgerlich, hektisch oder verzweifelt sind? Gehen Sie in sich und bedenken Sie, was Ihnen der Ärger, die Hektik oder die Verzweiflung eigentlich bringen soll. Ist es nicht besser, sich von den Problemen zu lösen, ohne dabei die Verantwortlichkeit aufzugeben? Wir kommen noch zur Amors-Botschaft, dem Ja und Nein. Dann werde ich jetzt ein bisschen die Einstellung ändern. Ja, dürft ihr euch leiten lassen? Ich habe jetzt mal die zwei Selilit-Steine hingelegt und den Koralle war es nicht, doch Karneol fast. Aber dass das keine Koralle ist, das weiß ich. Die habe ich nämlich am Arm. Die ist richtig rot. Es gibt aber auch unterschiedliche und richtig teuer. Aber so die Koralle an sich wirkt ähnlich wie, ach, es gibt doch so dieses Auge, ja, wo man sagt, wenn man dieses Auge trägt, dass es einem vor bösen Blicken schützt. Und die Koralle soll dasselbe tun. Und ich löse auf, meine Lieben. Hier haben wir, oh, das Nein. Naja, wenn jemand gefragt hat, kommen jetzt so die kleinen Scheine auf mich zu, und du sagst Nein, vielleicht sind es ja die großen Hunderte. Hier haben wir das Ja. Ah, super. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit. Stellt nicht so viel an eine Hexennacht. Ja. Aber ihr solltet ja schon über 18 sein, wenn ihr dieses Video seht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt den Start in den Wonnemonat Mai. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Soll ich sagen? Ja, ich mag dich. Hm.